Hallo zusammen. Jetzt, wo es draußen wieder kälter wird und es im Haus langsam kühl wird, überlegen sich sicherlich einige von euch, wie können wir es im Zimmer am besten heizen. Ja? Manche kleinen Zimmer, ja, wo vielleicht auch keine große Heizung drin ist, ja, kann man mit so Heizgeräten sicherlich heizen. Ja? Diese Heizgeräte werden einfach in die Steckdose gesteckt. Hier kann man die Temperatur einstellen und dann sollte das Zimmer warm werden. Ob das wirklich so ist, das werden wir uns mal anschauen. Das Heizgerät haben praktisch zwei deutsche Herren entwickelt. Und ich dachte auch, es wird dann auch in Deutschland hergestellt. Aber als ich dann gesehen habe, hier hinten steht nicht hier Made in Germany, sondern Made in China. Ja. Also es wird alles nicht mehr in Deutschland hergestellt, sondern da, wo es eben am preiswertesten ist. Und ich habe natürlich den Raum vorher mit so einem Messgerät ausgemessen, ja, damit man jetzt auch die Größe hat. Größe ist entscheidend. Und normalerweise müsste ich auch noch hier so ein Messgerät dahinter schalten, um zu sehen, wie viel Strom, ja, wie viel Kilowattstunden das Gerät verbraucht. Und eine Höhe von 2,33 Meter. Die Länge von dem Raum ist 2,28 Meter und die Breite ist 2 Meter oder 2,90 Meter. Ja, wenn wir den Heizkörper hier, das Heizgerät in die Steckdose stecken, ja, machen wir hier an. Ja, 25 Grad sind eingestellt und es kommt eigentlich sofort auch die warme Luft raus. Ja. Ja, man kann auch die Hand drauflegen, man verbrennt sich nicht, aber man merkt, wie die warme Luft dann rauskommt. Ja. Und wie lange das jetzt dauert, um ein Zimmer aufzuheizen, im Moment ist es 23,1 Grad, Uhrzeit 14.23 Uhr, das schauen wir uns mal an. Das Heizgerät stellen wir in die Mitte des Bades. Die Uhrzeit ist also jetzt 14.23 Uhr. Temperatur im Raum ist 23,1 Grad. So, die Uhrzeit ist 14.43 Uhr. Temperatur hat jetzt 24 Grad erreicht. Also in 20 Minuten von 23,1 auf 24 Grad. Das Messgerät und es geht so langsam wieder auf 24 Grad. Aber wir werden jetzt nicht warten, bis es 25 Grad sind. Jeder kann sich jetzt, denke ich mal, selbst sein Urteil erlauben, wie das ausgeht. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.